Söhne Germaniens. Varus, es ist Wahnsinn. Hier ist das Gelände ideal für einen Hinterhalt. Nun, in der Tat. Das heißt, wenn er eine kleine Abstellung will. Aber es sind ja nicht die Wiener. Hier marschieren 15.000 Mann durch den Wald. Sagen wir den germanischen Hund, der es wagen würde, uns anzugreifen. Aber Varus, mein General, Livius hat recht. Wir können unsere Kampfkraft nicht ausnutzen. Unser Heer erstreckt sich über 2 Meilen in diesem Wald. Und Herr, wir sind in eine Falle geraten. Es sind über 1.000 Germanen. Sie haben uns eingekesselt. Da habt ihr es! Eure Starkköpfigkeit hat uns in diese Situation gebracht. Varus, was gedenkt ihr zu tun? Statthalter, ihr müsst Befehle erteilen. Varus! Oh!
Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Kerusker-Fürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität.